Hallo und willkommen in der Welt der Homöopathie. Ich möchte übrigens nochmal sagen, auf meinem Kanal und auch in meiner Praxis tummeln sich jetzt immer mehr Männer. Es kommen immer mehr Männer dazu, die den homöopathischen Heilungsweg suchen. Das finde ich großartig. Seid bitte herzlich willkommen. Lasst euch nicht abschrecken davon, dass ich vielleicht öfter von Frauen und von Sie spreche, weil ich einfach viel mehr Erfahrung bisher mit Frauen habe. Aber das ändert sich ja gerade. Also die Männer kommen und ich finde es großartig. Und je mehr ihr jetzt auch den Weg geht und in die Heilung geht und euch öffnet, desto mehr Erfahrungen sammle ich natürlich auch und kann dann auch viel mehr über die Männer sprechen. Nichtsdestotrotz wollte ich jetzt heute nochmal ein syphilitisches Mittel vorstellen. Laches ist das Schlangengift. Das gibt es natürlich auch bei Männern und Frauen, vermehrt bei Frauen. Das ist ein typisches Wechseljahresmittel. Es wird auch in der Sykose, in dem sykotischen Miasma beheimatet, aber eben auch syphilitisch, denn es hat sehr große Kraft, wird ja auch bei Blutungen und Herzinfarkt und Schlaganfall eingesetzt, also überall da, wo es massive Probleme mit der Durchblutung gibt. Und da das eben so stark wirken kann und so zerstörerische Kräfte hat das Thema, ist es auch in der Syphilinie angesiedelt. Laches ist Mutter, die gespaltene Zunge, die gespaltene Persönlichkeit. Ich schreibe an einem neuen Buch. Ich habe schon einige Mittel, die im ersten Buch nicht sind, beschrieben. Und deswegen lese ich das jetzt heute, weil das eben ein fertiges Kapitel aus einem eventuell zweiten Buch ist. Das Potenzial ist Sprachfertigkeit, Fantasie und Intuition. Es handelt sich um das Gift der riesigen und tödlichen Buschmeisterschlange. Wir sind also im Tierreich, in dem es ums Überleben, um Aggression, Kampf, Revier, Hierarchie und Konkurrenz geht. Also das sind die großen Themen des Tierreiches. In diesem speziellen Fall geht es um das Gift in jedem Sinne. Die Lache-Systematik ist riesengroß, komplex und so alt wie die Menschheit. Die Schlange verführt Adam und Eva und löst damit den Fall aus dem Paradies aus. Sie ist listig. Sie steht als Symbol der Verführung, aber auch der Weisheit und der Heilung. Und genau in diesem Konflikt ist die Lachesis-Frau auch gefangen. Ihre lustvolle, listige, lebendige Seite steht scheinbar im Kontrast zu ihrer spirituellen, weisen, klugen Persönlichkeit. Diese Spaltung kennen wir übrigens auch von Lilium Tigrinum, dieses Thema. Es wird in der Heilung darum gehen, dass beides sein darf, beide Seiten. Lachesis wird meist als extrovertiert, geschwätzig und gewaltig beschrieben. Dabei ist das eher die Extremversion. Ich finde, dass solche Frauen selten sind, zumindest in meinem Umfeld. Lachesis-Zustände können aber auch bei introvertierten Charakteren entstehen. Ich erlebe eher die unterdrückte Version. Hitzewallungen, Bluthochdruck oder Probleme mit den Sexualorganen in den Wechseljahren, weil das Leben nicht authentisch ist, nicht freud- und nicht lustvoll. Es sind Zustände der Überforderung oder Langeweile, des Funktionierens, des Frustes, der Einengung und Beschränkung, der Einsamkeit oder gar der Ohnmacht. Gerade dieses Ohnmacht-Thema ist ja im Moment sehr, sehr, sehr aktuell. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Eifersucht, Misstrauen und Lüge können ein Thema sein. Auch das ist ja gerade sehr, sehr aktuell, ja? Authentizität, Wahrheit, Lüge. Was durchschauen wir? Wie authentisch sind wir wirklich? Oft wird sie auf diese Themen reduziert. Für mich geht es um etwas viel Größeres und betrifft damit fast alle Frauen im mittleren Lebensabschnitt. Selbstbestimmung und Selbstermächtigung. Traue ich mich, ganz in meine Kraft, Lust und Selbstbejahung zu gehen? Nutze ich meine Freiheit und meine Lebenserfahrungen? Traue ich meine Intuition und weiblichen Weisheit? Lebe ich das, was ich bin? Folge ich noch oder gehe ich meinen ureigenen Weg? Da der ureigene Weg nie bekannt ist und erst beim Gehen entdeckt werden kann, zögern und zweifeln die meisten Menschen. Wir mögen das Unbekannte, die Ungewissheit nicht. Unser Nervensystem mag das nicht und muss das erst lernen. Dabei ist das die Zauberformel für ein gelingendes, erfülltes Leben. Wer das wagt und wenn es in kleinen Schritten ist, wird meist irgendwann belohnt. Oft gibt es hier Konflikte zwischen Herz und Verstand und in der Folge Unterdrückungen, wenn die Kontrolle die Oberhand behält.
Nicht umsonst leidet die Frau im Lachesis-Zustand unter Engegefühlen, am Hals durch Kleidung in Räumen. Der Stau steigt von unten nach oben, zum Herz, Hals und Kopf. In Wirklichkeit sind ihr Dogmen, Normen und Moral zu eng. Die wilde, natürliche Version des Selbst möchte Ausdruck. Das Ausdrucksorgan Hals macht dann auch oft Probleme. Strangulationsgefühle. Angina, Schmerzen, Schluckbeschwerden, Kloßgefühle wie bei Ignatia oder anderes. Herzklopfen zeigen an, dass es innen dringende Hilferufe gibt von ungelebten und ungesehenen Anteilen. Lachesis braucht ein Ventil, damit alles wieder fließt, wie keine andere. Tanzen, schreiben, reden, Geld ausgeben, Sex. Und sie lebt auf, wenn sie dann bewundert wird. Sie kann und mag die Bühne. Sie hat eine starke Präsenz. Und so geht es ihr dann auch besser, wenn wieder alles fließt. Schweiß, Blut, Absonderung, Stuhl, Urin, Gefühle und Gedanken oder Geld. Sexualität ist ein riesiges und wichtiges Thema. Wer glaubt, wir Frauen hätten die sexuelle Befreiung und Revolution erlebt, der irrt. Dazu muss man sich nur mal mit Beziehungs- oder Tantra-Therapeuten und Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern unterhalten. Die Nachfrage nach solchen Büchern, Seminaren und Coaching ist riesengroß und der Leidensdruck enorm. Zu viele Bedürfnisse sind unerfüllt. Das Sexualleben ist oft frustrierend oder tot. Der Schmerz der Ablehnung ist riesengroß. Noch immer haben Scham- und Schuldgefühle hemmende Auswirkungen. Erstaunlicherweise scheinen die im Alter manchmal auch eher zuzunehmen. Aber nicht wie bei Staphysagia oder Sepia aus schlechten oder Missbrauchserfahrungen, sondern aufgrund von kollektiven, nicht erlösten Themen, die damit zu tun haben, wie eine Frau zu sein hat. Nicht zu laut, nicht zu wild, nicht zu kraftvoll, nicht zu eigenständig. Bitte angepasst, hübsch und nett. Ja, das ist ein Klischee, aber es lebt leider immer noch. Wenn auf irgendeiner Ebene entgiftet werden muss oder wenn Wahrhaftigkeit gefragt ist, kann das Schlangengift eine sehr gute Hilfe für den Körper oder das Bewusstsein sein. Lachesis entgiftet uns von alten Glaubenssätzen, vergiftet der Atmosphäre, zum Beispiel in der Familie oder in der Beziehung, und belastenden Gefühlen. Im Körper wird das gesamte Blut und Becken aufgeräumt. Die Schlangenfrau ist klug und durchschaut Lügen, Spielchen und Intrigen sofort. Das ist vor allem ihrem sehr guten Instinkt zuzuschreiben. Beim Lügen stellt sie sich clever an und wird meist nicht ertappt. Sie windet sich wie eine Schlange immer wieder aus ihren Halbwahrheiten, Verstrickungen und Andeutungen heraus. Sie zieht den Kopf in brenzligen Situationen immer wieder aus der Schlinge. Wie Ignatia ist sie wechselhaft, intensiv und neigt zu Extremen. Daher kann es auch zu heftigen Symptomen und Gefühlsausbrüchen kommen. Schwachstellen sind das Blut, der Kreislauf, das Herz. Ihr kann auch übel werden von all den Tumulten oder sie redet, bis dem Gegenüber schwindlig wird. Ihr fehlt das romantische Ideal von Ignatia oder die Bindungslust von Pulsatilla. Dazu ist sie viel zu zynisch. Sie kann auch stumm werden. Muta bedeutet stumm, unfähig, sich auszudrücken oder irgendetwas zu entscheiden. Dann wird sie apathisch oder depressiv. Sie zweifelt nicht an ihren Fähigkeiten, aber sie hat Angst vor ihrer Lebendigkeit, ihrem Verlangen und ihrer Zügellosigkeit. Beide Extreme tun ihr nicht gut, aber sie findet den Ausweg nicht. Im Heilungsprozess kann oft der Schritt vom reinen Sex zu Liebe, Nähe und Beziehung gelingen, von Macht zu Weisheit, von Manipulation zu Verständigung. Frauen und Männer, die in den mittleren Lebensjahren mit Alkohol und jüngeren Geliebten dem Leben noch einen Sinn und Aufregung zu geben versuchen, benötigen häufig Lachesis. Die sich selbst Bedeutung verschaffen wollen, eher Lycopodium. Geheilt erhebt sie sich über ihre geschlechtliche Identifikation und widmet sich ihrer Lebensaufgabe. Sie ist dann verantwortungsbewusst und eine gute Lebenslehrerin mit Weitsicht und Weisheit. Lachesis nehmen ist wie Naschen vom Baum der Erkenntnis, aber ohne Reue, Scham und Schuldgefühle, ohne die Unterteilung in Gut und Böse, sondern um lernend voranzuschreiten oder zu schleichen. Es geht um das sowohl als auch, um Integration von Persönlichkeitsanteilen, um Einheit statt Spaltung. Einheit statt Spaltung. Es ist ein sich häuten von alten Denkmustern, Zweifeln, Selbsterhöhung und Bewertungen. Das ist für die Lachesis-Frau
eine riesige Herausforderung und meist ein Lebensweg. Das war ein Ausschnitt aus meinem Lachesis-Kapitel. Wie gesagt, in meinem ersten Buch Genug gezweifelt ist das nicht drin, sondern dann in einem hoffentlich nächsten. Ich möchte noch ganz kurz zwei weitere Bücher vorstellen für die Menschen unter euch, die immer so neugierig sind. Träume, Symbole und Homöopathie von Jane Cicetti, oder wie sie ausgesprochen wird. Archetypische Dimensionen des Heilens aus dem Verlag Homöopathie und Symbol. Das finde ich ganz großartig, wenn man wirklich mal tief gehen will. Da geht es um Archetypen, um Träume, um Symbole, um Schattenthemen. Da ist ein ganzes Thema zum inneren Saboteur, zu Animus und Anima. Also es ist hoch, hoch spannend, wenn man wirklich mal hinter die Kulissen lesen möchte. Und dann gibt es noch von Sylvia Hiener drei Bände über viele homöopathische Arzneien aus psychologischer Sicht mit Trance-Reisen und Gedichten. Die Sylvia Hiener untersucht die Mittel auch sehr spirituell, psychologisch, karmisch. Also auch das geht sehr tief, sind zum Teil sehr lange Kapitel. Die kann ich weiß gar nicht, wo man die noch bekommt. Müsstet ihr mal forschen, ob und wo man die noch bekommt. Sylvia Hiener, drei Bände, auch großartig, wenn man wirklich tief forschen will. So, damit seid ihr jetzt erstmal wieder beschäftigt. Ich bin weiterhin sehr dankbar und offen für Fragen und Anregungen und eure Erfahrungen gerne hier direkt in die Kommentare oder auch per E-Mail zu mir direkt persönlich. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg mit der Homöopathie und schönen Frühling.